Meine lieben Mangos, ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer neuen Folge von World Soccer Champs mit mir, dem Mr. Mangobaum. Ja, in der letzten Folge haben wir uns einige Punkte, also mindestens zwei würde ich sagen, verspielt. Wir hätten zwei Unentschieden locker erreichen können. Gut, im letzten Spiel hatten wir dann auch Pech, weil wir dann die gelb-rote Karte gesehen haben. Aber trotzdem, zu dem Zeitpunkt hätten wir schon Tore schießen können und dann hätten wir das vielleicht über die Zeit gerettet. So oder so, es ist nicht gut gelaufen. Und zu eurer Information, ich nehme dieses Video jetzt auf, bevor das letzte, was ich aufgenommen habe, von dem ich gerade spreche, ne, wo wir die rote Karte gekriegt haben, bevor das veröffentlicht wurde. Bedeutet, ich produziere gerade vor. Bedeutet, wenn ihr Kommentare unter dieses Video geschrieben habt, bin ich wahrscheinlich schon in den Kommentaren darauf eingegangen, aber werde das in diesem Video nicht tun, weil, wie gesagt, das ist jetzt vorproduziert. Ne? Wenn ich jetzt jeden Tag ein Video aufnehmen würde, das jetzt also immer so sein, ne? Damit ihr euch nicht wundert. Ne? Es wird also auf eure Kommentare natürlich weiterhin eingegangen, aber in dem Video spreche ich über eure Kommentare dann verspätet. Ne? Wie gesagt, vorproduzieren und so. Also wundert euch nicht. So, hat sich irgendjemand im Training entwickelt? Nee, Huber, das ist schon ein Stückchen her gewesen. Gut, gegen wen spielen wir heute? Gegen Stripfing, St. Pölten und Lafnitz. Wo ist denn Stripfing? Die sind ziemlich weit vorn, St. Pölten auch. Lafnitz, ja, das geht ja noch. Gut, mal gucken, ob wir heute irgendwas reißen. Wir spielen mal auf Defensiv und normaler Druck, das hat sich eigentlich als ganz gut erwiesen. Das einzige Problem war ja eigentlich einfach nur mal eine Chancenverwertung. Joa. Nee, den lassen wir mal draußen. Ansonsten starten wir so rein. Gibt keinen Grund, was zu ändern. Übrigens, Trikot-Editor habe ich auch entdeckt. Den werde ich ja wahrscheinlich mal nutzen, wenn wir die nächste Saison dann starten. Also, dass wir dann jede Saison ein neues Trikot haben. So, wir spielen gegen Stripfing. Ansonsten ist es, glaube ich, nicht so wichtig zu wissen, gegen wen die anderen spielen, weil wir haben jetzt keine direkten Konkurrenten. Wobei, es wäre vielleicht ganz interessant, gegen wen denn Fürst Vienna und Leoben spielt. Aber, ja, die verlieren ja meist eh. So, Stripfing. Mal gucken, ob wir heute eine Chance gegen die haben. Ja, wir haben die erste Chance schon, direkt. Ich weiß nicht, ob ich den direkt reinzimmern sollte. Ich habe das Gefühl, dass der den halten wird, weil er ist schon ziemlich nah an der Ecke. Okay, das war's. Den hat er gehabt, da bin ich mir sicher. So, und jetzt hier rechts reinziehen. Ich glaube, also nicht reinziehen, sondern schießen. Ich glaube, ich schieße hier nach rechts. Boah, ich hatte wieder... Also, ich glaube... Was mein Problem ist, ich ziele immer, also ich versuche es zu genau zu machen, deshalb schieße ich manchmal auch den Pfosten oder vorbei. Aber zum Glück, ui, die zweite Chance direkt, ey, wie geht das denn hier los? Immer nur kleine Schritte machen, das ist wichtig. Warum kann ich nicht auf den passen, auf die 63, ich würde gerne passen. Warum läuft der mir nicht entgegen, ich will auf ihn passen. Mann, okay, dann geht's nicht. Dann laufe ich halt hier rein, weil hier ist frei. Keiner greift mich an. Dann macht Aguilar halt sein Tor. Ich wollte halt unten auf den passen, der da kurz zu sehen war. Den Blonden da. Damit ich dann rüber auf rechts legen kann. Weil ein direkter Pass wäre mir zu riskant gewesen. Aber der läuft mir einfach nicht entgegen. Sondern läuft weg von mir. Aber egal. Wir führen 2-0. Mal gucken, ob wir das über die Zeit bringen können. Okay. Leider nein. Gegentor bekommen. Ansonsten, jetzt wieder zweite Chance. Das wäre jetzt doof. Das wäre jetzt sehr doof. Okay, die Grätsche war unnötig. Ja, also, Mann. Also man muss schon ein sehr gutes Timing an den Tag legen, um den Ball wegzugrätschen. Ich guck mal schnell wegen gelben Karten, nicht, dass hier einer fliegt. Auer hat schon gelb. Dollinger auch. Warum ist Wagner? Das ist, der Name ist so ein bisschen ausgegraut. Warum ist denn das der Fall? Oh
Warum ist er hier so ausgegraut? Das kann ich auch nicht einwechseln. Ist auch nicht der, den ich ausgewechselt habe. Ich habe ja gerade Auer ausgewechselt. Der hat ja gelb. Warum ist der so ausgegraut, der Wagner? Das wüsste ich jetzt nicht. Ich würde gerne Dollinger auswechseln, weil er gelb hat. Aber es gibt keinen, den ich dafür einwechseln könnte. Oder könnten die auf links spielen? Ja, der kann auf links spielen. Sehr schön. Wer ist denn der Schnellste? Den packen wir auf den Flügel. 57. Ja gut, der ist der Beste mit Zweikampf. Der bleibt auf der Seite. Ist hier irgendeiner schnell? Nee. Dann packen wir mal Wegner auf links. Okay, nee, wir lösen ja nicht das Problem. Nee, das Problem ist ja, dass wir keinen Verteidiger haben, den wir da hinpacken können. Das ist ja das Problem. Wir könnten umstellen, aber das riskiere ich jetzt nicht. Weil gerade läuft so gut. Also, ja, halbwegs. Jetzt kriegt Stefan auch noch eine gelbe. Was soll das denn? So, jetzt werden wir mal Maihöfer einwechseln. Und Weiß. Ach, schade. Mann, ich hatte die Hoffnung. Heute würde der Tag kommen. Aber immerhin kann ich mir nicht vorwerfen, dass ich die Chancen nicht gemacht habe. Mann, ich grätsch doch hier die ganze Zeit. Okay, immerhin den haben wir gekriegt. Ansonsten wechsle ich jetzt nochmal Kern aus. Kern ist echt nicht gut. Ich glaube, wir sollten uns einen anderen Kapitän suchen. Es wäre natürlich schlau, das Aguilar zu geben, weil das verbessert ihn noch mehr. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir Aguilar zum Kapitän. Also da habe ich jetzt wirklich nichts machen können. 4 zu 2, schade. Aber so ist es. So. Shit, Vienna punktet. Sind jetzt vor uns. Dann müssen wir nun wahrscheinlich mal punkten. Und gegen St. Pölten wird das nicht leicht werden. Schauen wir uns mal an. Die sind auf Platz 4. Also die spielen. Ja, was kann ich. Ja, um den Aufstieg mit, könnte man sagen. Ja gut, es steigt nur der Erste auf anscheinend. Naja, gut, aber wir versuchen es, dass wir hier irgendwas mitnehmen können. Wir können mal gucken. Leoben spielt gegen Stripfing, gegen die wir gerade verloren haben, und Vienna gegen Wolfsberg. Interessant. Wolfsberg ist in der Realität aktuell Letzter. Die sind nämlich. Nee, die sind. Ja, dann, warte mal, sind die auch aufgestiegen? Nee, die sind nicht aufgestiegen. Aber die sind aktuell Letzter, als ich das letzte Mal geschaut hatte. Salzburg ist ja, wie ich im letzten Video sagte, in der Realität in der Regionalliga. Und die führen unangefochten auf Platz 1 an. Also die werden vielleicht dann nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen in der Realität. So, St. Pölten kann in Gelb-Blau spielen von mir aus. Und dann gehen wir rein. Gegen Ried haben wir uns ja ganz gut geschlagen. Die waren ja auch richtig stark eigentlich. Also ja, Erster oder Zweiter. Mal gucken, ob das auch gegen St. Pölten gilt, dass wir hier gegen den Favoriten, den hohen Favoriten irgendwie mitspielen können. Aber bisher sieht es nicht so gut aus. Ja gut. Irgendwie gehen die immer an die Latte. Also ich weiß nicht, ob Freistöße zu schießen doch so schlau ist. Direkt zu schießen. Weiß ich ja nicht. Vielleicht ist das nicht auf Weltklasse so, dass die immer reingehen. Ich weiß ja nicht, auf welcher Schwierigkeit Aragorn spielt. Jetzt hätten wir zweimal Glück gehabt. Hoffentlich haben wir das auch weiterhin. Ja gut, unser Torwart macht wieder Sachen. Und schon steht es 2 zu 0. Ich glaube nicht wirklich, also ich bin mir jetzt eigentlich zu 99% sicher, dass die uns nicht feuern, solange die Saison nicht zu Ende ist. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wir im Winter ein Angebot von einem anderen Verein bekommen, aus irgendeinem Grund, dass wir dort übernehmen sollen. So. Als ob der den hält. Mann. Okay, das war verschenkt, aber St. Pölten ist hier on fire, also das wäre eh nicht. Ja, der Treffer, das wäre einfach nur Aufhübschung. Ja, jetzt steht es 1 zu 4. Sehr schön. Hätte 2 zu 4 jetzt stehen können, aber
Ob jetzt 1 oder 2 zu 4, das ist egal. So, können wir mal wechseln? Hat irgendjemand eine gelbe Karte? Nein. Dann können wir sie noch drin lassen, alle. So, 4-1. Das ist natürlich ein Armutszeugnis. So, Reiter kann mal rein. Warum spielt eigentlich. Genau, Wagner. Warum war Wagner ausgegraut? Das weiß ich gar nicht. Das haben die uns nie gesagt. Vielleicht könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, warum der vorhin ausgegraut war und ich ihn nicht einwechseln konnte. So, 4-1. Das ist doof. Das ist sehr doof. Genau, ich wollte noch kehren. Ich wollte genau noch einen anderen Kapitän mehr raussuchen. So, jetzt steht es 2 zu 4. Otto Fink. So, also wenn wir vorhin getroffen hätten, würde es jetzt 3 zu 4 stehen. Also hätten wir immer noch verloren. So. Vienna gewinnt 1 zu 0. Ach du Scheiße. Und Stripfing gewinnt 3-0. Ich glaube, wir werden absteigen. Wir werden absteigen. So viel kann ich sagen. So. Immerhin hat Aguilar 8 Tore. Den können wir zu Geld machen. Ach du heilige Scheiße. Pokal. Zweite Runde. Irgendwelche Überraschungen? Wolfsberg wirft Austria Wien raus. Das ist krass. Der Grazer AK wirft Ried raus. Ist auch stark. Und St. Pölten wirft Wolfsburg AC raus. Das ist ja viel Überraschung, aber auch sehr, also sehr viele Spiele mit sehr wenig Toren. Schade eigentlich. So. Wir haben zwei Angebote. Huber für 310.000. Ja, den verkaufe ich sofort. Huber geht sofort nach, was ist das? Tirol? Nee, dann. Wir gehen das Risiko nicht ein. 310.000, der ist weg. Wie viel Geld haben wir jetzt? 404.000. Das bedeutet, wir können uns einen für rechts kaufen. Und ich werde mir einen tollen offensiven Spieler holen. Einen rechten Flügel. Alter ist mir erstmal egal. Okay, das sind die einzigen, die mir angeboten werden. Gehen wir mal auf 60 bis 65. Campbell könnten wir holen, das ist krass. Von Dortmund. Ich glaube, die gönnen wir uns auch einfach mal. So. Das ist aber natürlich unrealistisch, weil es ist keine Wintertransferphase noch nicht eigentlich, oder? Aber wir haben auch einen Spieler verkauft, von daher geht das in Ordnung. So. Da geht das voll in Ordnung. So, Dille. Dann haben wir auf links einen etwas defensiveren und auf rechts einen etwas offensiveren. Und auf der Bank haben wir halt mit Reiter hier auch noch einen defensiven und mit Fink einen offensiven, ne, dass wir dann immer wechseln können. Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik, dass die eine Seite etwas offensiver, die andere etwas defensiver ist. Das hat jetzt sicherlich keine Auswirkung, aber naja, das denke ich mir einfach mal so. So, Sertic, das ist viel zu niedrig, das Angebot. Das werden wir einfach mal so stehen lassen. Wer hat sich verbessert? Wagner auf eine 55. Der ist auch schon drin. Das ist gut. Das müssen wir nicht ändern. Und ja, ich wollte noch den Kapitän ändern. Kern 26, das passt. Aguilar ist 17. Ja gut, den will ich nicht zum Kapitän machen. Dollinger eigentlich auch nicht. Ja, das passt schon. Weil den 17-Jährigen zum Kapitän zu machen, ist halt auch ein bisschen. Naja, Leoben spielt gegen St. Pölten, da werden die sicher verlieren. Und wo ist Fürst Werner gegen Lustenau? Okay. So, Lafnitz. Also das muss jetzt mal was werden. Ansonsten sehe ich hier schwarz. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwie uns retten können im Winter und einfach uns einen Club wählen, der knapp irgendwie über der. Ja, knapp überm Strich steht. So. Das war sehr schön kombiniert. Der Torwart kommt auch nicht raus. Also der gegnerische Torwart kommt selten raus bei solchen Situationen. Das ist bei unserem Torwart anders. Der kommt sehr gerne raus. Der macht dann sein Tor immer schön frei. Und ja. Immerhin, mal ein Tor geschossen.
Das ist auch was Tolles. Also an der Offensive liegt es nicht, dass wir verkacken. Es liegt eher an der Defensive. Vielleicht hätten wir auch lieber, ja, stattdessen einen Innenverteidiger kaufen sollen, ne? Sehr schön. Aber wir können es leider nicht klären. Obwohl wir zweimal erfolgreich abgeblockt haben. Das finde ich schade, dass das Spiel einen da nicht belohnt. Für zweimal erfolgreich grätschen. So. Oh nee. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. Ich dachte, die Flanken kommen immer an, wenn die nicht geblockt werden. Gut, man hätte es sich denken können, aber bisher ist mir das glaube ich auch noch nie passiert. Scheiße. Okay, dann haben wir wieder einen Punkt verschenkt. Weil dann hätte ich nicht geflankt, dann wäre ich reingelaufen. Aber anscheinend ist es eh egal, weil. Komm, 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 komm. Och Mann, bitte. Ey, das ist doch nicht euer Ernst. Ja, wie gesagt, also selbst wenn ich alle reinmachen würde, dann hätten wir vielleicht jetzt 2 Punkte mehr oder so. Dann wären wir immer noch hinter Vienna. Wir müssen einfach gegen Vienna gewinnen, ne? Da ist der Torwart mal gut rausgekommen. Das hat er in Ordnung gemacht. Ich glaube, auch wenn wir bei einem besseren Club spielen würden, wäre Weltklasse auch gar nicht so schlimm. Aber wenn man bei so einem kleinen Club spielt, ist es halt problematisch. Weil wir sind halt jetzt auch um einiges schwächer, finde ich, als manch anderer Clubs. Ne? Also das ist halt so, leider. So, St. Pölten gewinnt und Vienna auch. Knapp allerdings nur. So, damit sind wir weiter in letzter. Selbst wenn wir gegen Vienna gewinnen, dann haben wir ein viel schlechteres Torverhältnis. Das ist das Problem. Na, da müssen wir durch. Gucken wir mal, wie es in der ersten Liga aussieht. Red Bull Salzburg mit nur einer Niederlage auf Platz 1. Dahinter Rapid Wien, Sturm Graz, Linzer ASK und Austria Wien. Also so die Favoriten, die man vermuten würde, denke ich mal. So, und dahinter halt hat man schon so Vereine wie Altach, Tirol und Graz, die halt höchstens 0,5 Punkte im Schnitt haben. Das ist halt schon krass, ne? Also dieses Spiel, das hat, ich sag mal, die Spannweite ist hier zu groß. Ne? Also das ist zwar auch in der Realität mehr und mehr so, dass die Clubs, die unter der Tabelle stehen, immer weniger Punkte haben als die Clubs, die oben stehen. Früher hattest du zum Beispiel auch mal Meister, die nur knapp 2 Punkte pro Spiel geholt haben im Schnitt. Und der letzte hatte noch 1 Punkt pro Spiel im Schnitt. Aber durch die ganze Geldverteilung im Fußball, diese ungerechte Geldverteilung, ist das halt jetzt auch so, dass die Spanne immer weiter aufgeht und die Meister werden fast ausschließlich gewinnen und die Letzter werden halt auch sehr viel verlieren. Aber hier ist es schon mal nochmal richtig krass, weil 1 Punkt nach 13 Spielen, das hast du vielleicht bei einem Verein, das hast du einmal in 60 Saisons oder so. Also dieses Ausmaß von einem Punkt in 13 Spielen. Das kommt in der Realität sicherlich sehr selten vor. Da könnte das Spiel noch ein bisschen nachlegen, dass es dahingehend etwas realistischer ist. So, Meier wird auch noch besser. 53, immerhin verbessern die sich langsam. Kann ich das Training verbessern? Nee, leider nicht. Ich weiß gar nicht, ob es auch so viel bringt, wenn man sich einen guten. Naja, wobei wahrscheinlich. Also, ich werde jetzt wahrscheinlich nicht viel mit Campbell machen. Weil Tore schießen tut man eigentlich eh nur mit den zentralen Stürmern. Aber. Ich glaube, er wertet halt unser Team allgemein auf und dann kriegen wir vielleicht auch bessere Chancen. So, schauen wir mal in der Premier League nach. Wer ist denn da ganz vorne? City, Liverpool, Newcastle und Arsenal. Arsenal aber mit sehr viel Abstand zu den anderen beiden. Zu den anderen dreien. Southampton sehr schwach wie in der Realität. Ansonsten hast du von Nottingham Forest bis Fulham viele Vereine, die vom Abstieg bedroht sind. Ipswich Town erstaunlich gut. Chelsea allerdings nur auf Platz 8. So, dann haben wir die La Liga. Barcelona, wie in der Realität, sehr stark. Wir haben ja auch so eine Top 3, nämlich zu Real und Betis ist der Punktabstand auch wieder so groß geworden. Und ja, Espanyol Barcelona auch sehr schwach hier. Valencia nur auf der 16. Sevilla hat sich gefangen, mittlerweile auf der 9. So, Serie A. Hier ist es ein bisschen ausgeglichener. Hier sind Platz 1 bis 4 sehr nahe beieinander. Napoli hat schon einen großen Abstand, auch auf Platz 6, 5 Punkte. Und ja, der Abstiegskampf ist auch halbwegs spannend, würde ich sagen.
Como ist besser als in der Realität. Die haben ja eigentlich, also Como, die haben ja krasse Investoren. Ich glaube Fabregas, wobei Fabregas ist der Trainer. Aber halt auch andere Ex-Stars sind da eingestiegen und die haben so einen richtig teuren Kader, also zumindest für einen Aufsteiger teuer, zusammengestellt. Und ja, mal gucken, was das wird. Kiel mit nur einem Punkt. Also Kiel ist auf unserer Wellenlänge. Mainz und Pauli auch schwach, genau wie Bochum. Also auch so ein bisschen wie in der Realität. Mainz ist zwar etwas besser, aber Mainz hat in der Realität auch sehr schwach gespielt. Zum Beispiel der Sieg gegen Augsburg war sehr glücklich. Und auch das Unentschieden gegen Stuttgart. Vor allem, da man da auch Glück mit Schiedsrichterentscheidungen hatte in beiden Spielen. So Frankfurt sehr stark, auch wie in der Realität. Gut, hier noch stärker. Aber anscheinend ist Frankfurt hier der Hauptgegner der Bayern und nicht Leverkusen. Wobei Leverkusen auch noch nicht so abgehängt ist. Ne? Also die haben auch noch ordentlich Chancen. So, Stuttgart nur im Mittelfeld hier. So, und dann ist noch nach Frankreich. Da ist Paris unangefochten an der Spitze, auch noch ohne Niederlage. Ja, die schlechten Teams, ne, auf dem Papier schlecht, die sind auch alle weit unten drinne. Und die Top-Teams sind auch alle ziemlich weit vorne. Na, Lyon hat sich auch gefangen, die waren zum Anfang relativ schwach. Gut, falls ihr irgendeine Liga spezifisch mal angeschaut haben wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Zum Beispiel, falls euch Polen interessiert oder was auch immer. Dann schaue ich die mir auch mal an. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne Daumen nach oben da und schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder vorbei, weil dann spielen wir gegen Vienna. Die, wie wir sehen, auch um einiges besser sind als wir. Ja, also hier in der Verteidigung überall 4 Punkte besser, 4 Gesamtstärken. Ich glaube, das liegt halt daran, dass Austria Salzburg in der Realität halt wirklich Regionalliga spielt und wir halt noch unseren Regionalliga-Kader. Deshalb schaffen wir es, glaube ich, nicht, hier mithalten zu können. Ich glaube, das ist der Grund. Ansonsten, wie gesagt, Tipps und Tricks gerne in die Kommentare. Und dann hoffe ich einfach, dass ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut. Habt bis dahin noch einen schönen, traumhaften Tag. Und ja, wir sehen uns oder ihr hört von mir hoffentlich wieder dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüssi. I used to be the